Mariechen! Mariechen, das bin ich, ne? Ja, das bist du. Da musst du deinen Namen nicht wiederholen, wenn ich dich rufe. Ja, ich muss jetzt zur Vorsorge. Welche? Schwangerschaft. Jetzt Mariechen, du doch nimmer. Habe ich mir auch gewundert, aber die Krankenkasse hat mir geschrieben, ich soll zur Schwangerschaftsvorsorge kommen. Das braucht's doch nicht, du bist so viel zu alt, du kannst doch keine Kinder mehr kriegen. Und außerdem nicht einmal mehr einen Mann, der dir ein Kind machen tät. Ja, aber warum schreiben die mir dann das? Haben sie irgendwas verwechselt, hast du wieder bei deinem Datum falsch angegeben, wann's geboren bist. Wir haben wollen ein wenig jünger machen halt, haben die 1800 wahrscheinlich statt 1900 hingeschrieben oder andersrum. Ne, 1800 ist ja nicht jünger, da wärst du nur älter, wärst schon gar nicht mehr auf der Welt. Ja, aber das geht doch wieder bei null los bei denen. Nein. Natürlich, da bist du nicht 112, sondern bist du dann plötzlich nur 12. Ja, mit 12 geht man noch nicht zur Schwangerschaftsvoruntersuchung. Hab jetzt gehört, irgendwo in Indonesien hat ein 9-jähriges Mädchen eine Schwester gekriegt. Das ist ja normal, dass die eine Schwester kriegt. Ja, ein 9-jähriges Mädchen? Ne, da haben sie halt ein wenig gebraucht, bis sie das zweite Kind gemacht haben. Ja, ist ja Wahnsinn, mit 9 Jahren kriegt die schon eine Schwester, ne? Ja, meine Schwester, war ich 2, dann ist meine Schwester gekommen. Was? Du hast 2 und hast eine Schwester gekriegt? Ja, das geht doch gar nicht. Warum soll das nicht gehen? Das ist doch viel zu viel für die Mutter. 2 so kleine Kinder. Das ist eine ganz normale Entwicklungsstufe. Ich war noch gar nicht auf der Welt und hab schon einen Bruder gehabt. Ja, da schauen wir mal genau nach. Ade, bleib schön.